Also die Globalisierung, Digitalisierung wird unglaubliche Folgen haben. Das sehen wir erst in den Anfängen. Und das bedeutet aber auch, dass die virtuelle Welt nicht das Analoge ersetzen kann. Nicht umsonst boomen in Silicon Valley jetzt die Waldorfschulen, ja, weil die irgendwie alle spüren, die Kinder brauchen vielleicht auch noch was anderes. Und diese Gegenwelt bedeutet natürlich, dass man starke Raumerlebnisse braucht oder nachfragt. Ja. Man möchte sichtbare Altersspuren. Ja. Man möchte in Gebäuden sein, die irgendwie eine Zeitverbindlichkeit haben. Gerade in Zeiten der Unverbindlichkeit. Immer mehr fordern sozusagen für sich, auch wenn das eine hohe Eigenenergie bedeutet, dieses sowohl als auch. Die wollen nichts aufgeben für etwas, sich nicht zu sehr festlegen. Und das ist vielleicht auch noch eine Frage an den Standort. Man möchte super zentral sein, also höchste Form der baulichen Dichte und der kommunikativen und kulturellen Dichte, aber gleichzeitig naturnah und gesund sich fühlen. Ja.